Hallo ihr Lieben. Nein, Spaß. Hallo, herzlich willkommen zurück. Folge 3, immer noch Preseason, wird wohl auch noch ein kleines bisschen dauern. I'm terribly sorry. Aber das, man muss sich ja hier erstmal wieder zurechtfinden, ne? Und wenn man den Kader gar nicht kennt, dann muss man da halt erstmal ein bisschen reinkommen. Aber wir haben jetzt hier erstmal eine Auswahl gemacht, letztes Mal. Damit kann man ja schon mal arbeiten. Das heißt, jetzt kann man ein bisschen tiefer reingehen und sich hier mal diese Geschichte angucken mit den Voreinstellungen, die wir ja schon gemacht haben. Ne? Spielaufbaustil mit Balance und Konter ist das, ne? Genau. Oder kurze Pässe. Ich würde mal mit Balance gehen. Vielleicht hat das Spiel ja selbst ganz gut raus, wann man kontern muss und wann man nicht kontern soll. Wir stehen hoch, das bleibt auf jeden Fall bestehen. Und hier sind jetzt diese Rollen, genau. Innensturm. Regelmäßig nach innen zieht. Aha. Das klingt eigentlich super. Das hätte ich gerne so. Schön Robben-Style. Oder schön Brian Kruder-Style. Ich vermisse ihn so sehr bei Mainz. Dafür spielt er jetzt auch bei Brighton gar nicht. Hat sich gelohnt bis jetzt. Und der Knipser da vorne. Bleibt vorne, konzentriert sich auf Läufe hinter die Abwehr. Weiß ich nicht so genau, ob das eine gute Idee ist, weil eigentlich ist er ja vorne so ein bisschen Anspielstation. Vielleicht kann man eine Mischung machen? Falsche 9 brauche ich gar nicht, tatsächlich. Ich glaube, das trifft es am ehesten, weil bietet auch eine Passoption. Im Sinne von, manchmal läuft er, manchmal bleibt er in der Nähe der Linie, der Abwehrlinie. Wir probieren das mal so. Wir probieren das einfach mal so. So, du, Rolle, Halbflügel. Bewegt sich über die Außenbahn, das machen wir mit dir nicht, denn du bist ein Motor? Denn die gegnerische Mannschaft kontert, befindet sich der Profi zumeist nicht auf deiner Position. Okay. Wie das mit 10? Vielleicht am ehesten noch das hier, weil der dann hinter dem Stürmer ist. Ich weiß es nicht. Man muss sich da auch erstmal ein bisschen rantasten, ne? Du hast wahrscheinlich eher noch den Drang nach vorne. Bentley Baxter Barn. Was für ein geiler Name. Ansonsten gibt es hier auch wieder nur mit dem Flügel und Absicherung. Ah ja. Okay. Bleibt sind nur begrenzte offensive Unterstützung. Okay. Tiefstehender Motor, Box to Box. Dann probieren wir doch mal Box to Box, dass du mal nach vorne und nach hinten gleich arbeitest und du bist der tiefstehende Motor. Das klingt doch eigentlich ganz cool. Das machen wir mal so. Flügelverteidiger Profi. Kann nach vorne rücken, um Angriffe zu unterstützen, kehrt dann aber auf seine defensive Position zurück. Perfekt, genauso stelle ich mir das vor. Machst du auch. Finde ich sehr gut. Ja. Was gibt's hier so? Ballerobernder Innenverteidigungsprofi. Okay, und du bist dann mit dem Spielaufbau. Mhm. Dann würde ich gucken, wer von euch die bessere... Wo ist denn das jetzt? Hier. Wer von euch ist denn besser im Passen? 43 gegen 48. Was haben wir hier auf der Bank? Du hast 43. Du hast 51. Das ist actually gar nicht mal so schlecht. Auch 51. Eure
Defensive und Physis ist halt stark. Deine auch. Schmeißen wir lieber ihn hier rein? Ist mal etwas, was man im Hinterkopf behalten kann. Man kann das ja jetzt hier erstmal mit ihm hier probieren. Mit dem Kollegen Rumpf. Hier, da möchte ich hin. Balance. Mhm. Du bist ja dann der mitspielende Verteidigungsprofi. Und du bist der Verteidigungsprofi. Das heißt, du gehst auch ein bisschen mit in den Aufbau. Dann würde ich euch actually gerne tauschen von Position her. Weil er ist ja auch... Behalten wir auch mal im Hinterkopf, weil ansonsten stehen die beiden hintereinander, aber hier ist niemand. Wisst ihr? Wir probieren das einfach mal so. Vielleicht funktioniert das ja schon so. Okay. Kommen wir mal hier zu. Gibt es hier irgendjemand? Ich habe keine Ahnung tatsächlich nach wie vor vom Kader. Wer bist du? Oh, junger Torhüter. Wow. Ich habe keine Ahnung von der Kaderstruktur. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich gehe eigentlich immer gerne nicht mit Flügelspielern als Kapitän. Aber macht ja auch wahrscheinlich nicht wirklich Unterschied. Ne? Hier gibt es ja nicht sowas wie Führungsstärke oder so. Ich lasse es jetzt erstmal so. Ich habe ja keine Ahnung. Was geht mit der Freistoßpräzision? Ja, da ist das anscheinend schon richtig besetzt mit dir. Ja, der nächstbeste ist hier, okay. Links so reingedreht und hier könntest du es mal probieren tatsächlich. Hier auch bitte... von dir... Elfmeter übernimmt wohl auch Herr Bentley Baxter. Okay, und die linke Ecke. Ich habe Ecken eigentlich meistens gerne vom Tor weg. Unangenehmer für den Torhüter. Deswegen nimmst du die linke und du nimmst die rechte. So machen wir es. Eckenanspielstation. Ist das dann, wer rauskommt oder was? Kurzer Pfosten, langer Pfosten. Das ist ja cool. Ach, das ist ja cool. Ecken, okay. Wer ist denn hier groß gewachsen? Dann bist du mal die... Ach so, ja, das war aber geplant. Ich spiele meine Ecken meistens auf den kurzen Pfosten, deswegen hätte ich hier eigentlich gerne den. Ihn hier, dich hätte ich gerne am langen und am... Genau. Genauso machen wir das mal. So, speichern. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ideale Qualität. Das gibt es jetzt hier auch noch, ne? Taktikvoreinstellungen beeinflusst die Fähigkeiten. Okay. Mhm. Der Werteboost. Okay. Das klingt ja alles ganz hervorragend. Voreinstellungen ändern. Wir gehen mit Pressing. Und was hat es damit Angriff, Mittelfeld und Abwehr und so auf sich? Das ist dann mit der Coachverwaltung, ha? Hey, ja.
Jeder Coach hat eine Reihe von Fähigkeiten, die die Entwicklung der Profis fördern. Die Zahl der Sterne ist zum Wachstum aller Spieler. Okay. Und Jugend ist actually wichtig anscheinend. Je nach Tiefe und Qualität deines Kaders. Die ideale Qualität ist ein variabler Wert, der sich... Okay. Und die Sterne aller Coaches tragen zum Gesamtwert der Abteilung bei. Mhm. Okay, dann gibt es wohl eine ideale Geschichte. Ach, Hilfe. Ja, was macht Sinn? Coach muss natürlich auch in etwa das unterrichten wollen, was der Cheftrainer will. Das macht absolut Sinn. Zahl deiner verfügbaren Plätze ist festgelegt. Mhm. Okay. Alle von dir verpflichteten Coaches werden im Laufe der Zeit besser, während das Team dein Konzept umsetzt. Spiel und gewinne Partien. Das ist sowieso der Plan. Ah, und hier ist dann das Gehalt wichtig, ha? Ja. Das ist halt jetzt klasse. Wenn man ein Pleitegeier ist, kriegt ja hier schon... Eieiei. Aber ist ja jetzt gar nicht mal so schlecht. Hm? Der Beste im Gegenpressing, das aktualisiert sich dann wahrscheinlich auch häufig, nehme ich mal an. Scheint er hier zu sein. Das heißt, du machst ja sehr viel Sinn anscheinend. Ja, ja, ja. Aber am meisten... transferieren wir dich ins Mittelfeld. Dann hätten wir hier gerne ein... Die Offensivfertigkeiten sind hier alle gleich. Kacke. Also wo ist der Unterschied, will ich sagen. Holen wir noch jemanden für vorne, dann können wir ruhig den billigsten nehmen, damit er da nicht verschwendet ist. So. Für die Abwehr habe ich doch da gerade jemanden gesehen, der hierfür perfekt wäre. Und dann noch einen fürs Torwartspiel. Und dann nehmen wir halt dich, weil du billiger bist. Erich Schmidt. Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufs Geld gucken. Das kann man ja immer noch anpassen hier, ne? Also, man muss ja erstmal schauen, was hier überhaupt so passiert. Und Jugend haben wir ja auch schon losgeschickt. Wenn ich das richtig sehe... ist der Kader eigentlich dann soweit durchgeplant. Wir hatten Schwachstellen erkannt, wenn ich mich richtig entsinne, im Mittelfeld außen, ne? Weil wir haben ein Backup, links und rechts, nämlich euch beide. Das finde ich ein bisschen dünn und deswegen schauen wir uns jetzt schon mal die Scouting-Abteilung noch an. Weil ein bisschen mehr darf es ja ruhig sein. Und das ist wo? Hier nicht. Hier? Hm, nein, anscheinend auch nicht. Hier? Nein, hä? Nicht blöd. Wo ist es? Scouting-Aufträge prüfen. Scouting-Netzwerk ist auch immer noch das gleiche. Schön, das scheint sich nicht geändert zu haben. Das globale Transfernetzwerk. Und die haben auch schon Sachen gefunden. Saudi-Arabien. Hm. Weiß nicht, ob wir da finanziell mithalten können. Aber ihr seid ja schon mal nicht schlecht als Scouts. Scout-Fähigkeiten, detailliertes Scouting, detaillierter Bericht. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Das hier sind einfach nur... Wie sieht das denn hier aus? Das sieht noch so aus wie früher. Das kenne ich dann immerhin auch. Finn Lakenmacher.
Sidi Sané. Bist du etwa verwandt? Der wäre ja hier vielleicht interessant. Keine Aktion verfügbar, so. Warum nicht? Wo sind denn die Aufträge? Hier sind die Aufträge. Details, Stammprofi, Qualität. Weißt du was? Ich schmeiß das alles raus. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Ich mache immer hier an den letzten Positionen Abteilung alle. Ja, das passt. Ach, weißt du was? Warum nicht? Hier mache ich immer die Restverträge hin. Einmal für Weltklasse. Auch wenn das natürlich noch nicht wichtig ist, aber trotzdem, ich bin da einfach gerne up to date. Und auch noch für Stamm-Profi-Qualität. Mit einem ja, Vertrag. Das kann man dann nämlich ein bisschen managen, dann schon im Hinblick auf die neue Saison. Dann außerdem, warum nicht? Machst du hier mal wesentlich jünger. Irgendwie so. Machen wir doch hier mal ein Perspektivspieler bzw. Weltklasse-Talent. Fände ich nämlich auch mal ganz cool. So. Was ist das jetzt hier für ein toller Auftrag? Okay, hätten wir das gemacht. So, jetzt hier, Position. Oder kann ich dich hier zuweisen? Kann ich. Aber nur so halb, ne? Naja, dann mache ich das eben so. Einmal LM. Im Idealfall bist du nicht über 30. Du bist... Ja, komm, passt doch. Ist doch nicht so schlimm. Stammprofi-Qualität als Perspektivspieler. Ersatz? Ehrlich gesagt, nicht wirklich Ahnung. Sehr genaue Scouting-Angaben hier. Da freuen sich die Scouts. Aber damit müssen sie jetzt erstmal arbeiten. Ich muss hier auch erstmal klarkommen. So. Erstmal so schauen. Außerdem, was auch gemacht wird, wo ist es jetzt hin? Jugendturnier hat begonnen. Es kann doch nicht sein, dass ich das hier nicht finde. Das muss doch hier sein, oder nicht? Dann muss es hier sein. Scout-Bericht? Ist das der einzige... Ich übersehe das, safe. Sorry, falls ich es schon übersehen habe. Ich bin ein alter Mann. Ich sehe nicht mehr so gut. Die Scouts müssen natürlich auch rangeholt werden, ist ja klar. Das ist ja absolut klar. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Jetzt müssen wir nämlich noch schauen, wen wir ausleihen können und so einen Spaß. Weil so viele brauchen wir ja hier nicht, um Gottes Willen. Junge, Junge, auch gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, Spieler unter 50, Gesamtwert, nicht Alter, können raus. Ja, das sieht doch noch so aus wie früher. Diesen Balken da, jetzt hier ist es bei Gesamt, jetzt bei Rolle. Dieser mini grüne Balken, den sieht man ja richtig gut. Thanks. Richtig smart. Okay, weil genau, du kannst verliehen werden, kannst du nicht. Hä?
ich euch nicht verlasse. Ach, das Transferfenster. Ja, siehst du, hast du mal aufgepasst. Goddammit. Okay. Also, was gibt's jetzt hier? Trainingspläne? Fitness, Profis, bla, Fitness, Bissigkeit. Da kann man einfach switchen, wer gerade was braucht, I guess. Hm? Stärkerer Fokus auf Energie. Wie ist denn hier gerade so die Lage? Sehe ich hier. Die Fitness ist gut, die Bissigkeit ist mau. Das heißt, wir gehen da jetzt hin und sagen Trainingspläne, mach mal. Starker Fokus auf Leistung. Bis so bei 90 ist. Hm? Und dann sieht das so aus. Okay. Starker Fokus auf Leistung. Das kann man doch erstmal so machen. Okay. Puh. Was eine Arbeit, Freunde. Ich sag's euch. Man will doch einfach nur ein bisschen Fubis spielen. Okay. Nächste Folge geht's dann wahrscheinlich richtig los mit Jugendturnier, I guess. Was auch immer es damit auf sich hat. Ich bin sehr gespannt. Und auch mit mal weiterkommen. Vielleicht gibt es ja schon das erste Spiel. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss.